20 Jahren auf der Bühne und jetzt für Sie im Fernsehen. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich Olaf Schubert! Eine Aufregung schon zu Beginn des Olaf-Abends. Tumult hier. Wunderbar, gute Stimmung. Das werden wir natürlich als Vorschub zu nutzen wissen. Wir freuen uns sehr, dass sich so viele Menschen eingefunden haben. Wir sind gut im Schaffensprozess. Wir haben schon einige Folgen aufgenommen und da hatten wir auch positive Rückmeldungen. Und wir wurden darauf hingewiesen, dass ich gar nicht darauf hingewiesen habe, dass wir renoviert haben. Ja, da hat sich Erhebliches getan. Also, ich war ja eigentlich gar nicht dafür, aber meine Freundin, die Carola, die hat dann gesagt, wir müssen es doch wieder machen. Und da habe ich gesagt, okay, dann machen wir es gemeinsam. Da habe ich also festgelegt, wie es aussehen soll und wann es fertig sein muss. Und sie hat es dann umgesetzt. Und das ist für mich Teamarbeit. Ne? Wenn es wirklich, ja, wenn es wirklich flutscht und es ist auch wirklich gut geworden, finde ich. Ne? Es ist, vorher war es so ein bisschen muffig. Da hatten wir so ein Sofa, das war fast ein bisschen spießig, muss ich jetzt aus der Retrospektive sagen. Und jetzt ist es hell, es ist lichtdurchflutet und es ist modern. Und wir haben uns auch geöffnet für moderne Materialien. Wir haben jetzt auch Plastik. Ja, die Wohnung davor, das kann man sich gar nicht vorstellen, die war wirklich komplett kunststofffrei. Also wir hatten nichts aus PVC. War alles Plastik, ich weiß gar nicht mehr, wie das überhaupt ging. Selbst die Zahnbürste war aus Blei. Ne? Ja. Wir hatten nichts, also die Stromkabel, die Überlandleitung, also die Oberputzkabel, also wurde nicht geduldet, dass die mit PVC isoliert sind. Da lagen wirklich die Kupferkabel auf dem Teppich. Ne? Und das haben wir jetzt alles ummantelt und das ist auch sicherer und ist besser. Und bloß weil es modern ist, ist es doch nicht schlecht. Also ich glaube, derjenige, der sich verschließt, der hat keinen Mut mehr zur Innovation. Also ich finde, es ist richtig gut geworden. Alles ist neu. Bloß die Praktikantin, die ist die alte geblieben. Also da, ja, da hatten wir eigentlich auch Ideen, aber da haben wir gedacht, so billig kriegen wir nie wieder. Naja. Ach, also wirklich, das ist wirklich die alte. Und apropos alt, da gibt es noch eine wichtige Neuerung. Unser Jugendzimmer. Wir hatten ja immer ein Jugendzimmer, das ist jetzt ein Rentnerzimmer. Denn wir hatten wirklich wenig gute Erfahrungen. Also wir haben dann gemerkt, die Jugendlichen sind undankbar. Die wollen immer nur haben, haben, haben. Raps, raps, raps. Ne, wollen, ja. Und jetzt haben wir ein Rentnerzimmer. Und die Rentner sind auch wirklich dankbarer. Die freuen sich über Obhut und Pflege. Und da haben wir hier, hallo. Schön, dass Sie sich so... Ja, na? Im Alter muss man schon zurechtkommen. Genau, fühlen Sie sich wohl? Ich fühle mich wohl, danke. Das ist doch die Hauptsache, danke, dass Sie sich wohlfühlen. Ich hab's warm und trocken. Ja, ist genau. Alles gut. Und beim Rausgehen bitte unbedingt mit Rollator. Ne? Das ist ganz wichtig. Ja, den nehme ich schon. Sonst hier haben wir ein paar Bücher, genau. Ja, hier Bücher liegt die Bibel rum. Lesen, ne? Und hier drin sind dann auch so ein paar Broschüren von das Bestattungsinstituten. Das ist alles unverbindlich. Das ne? Ja. Mir alles kann man mal ein bisschen schnuppern. So, ja. Also dann sage ich, fühlen Sie sich wohl und wir kommen dann garantiert noch mal rein. Ne? Genau. Die alten Menschen, die essen doch so gern Tabletten. Bring sie mal rein. Kann sich was raussuchen. Ne? Sind viele Beta-Blocker, aber Alpha-Blocker, Gamma-Blocker. Also wird völlig geblockt. So, jetzt aber zum Thema. Wir beschäftigen uns heute nun mit einer Thematik, ja, die ist mir sehr ans Herz gewachsen. Und die meisten von euch kennen mich natürlich als Liedermacher und Betroffenheitslyriker, als faktentreuen, knochentrockenen Mahner und Erinnerer, als Überbringer der Botschaft, als Vergewaltiger des Bösen. Aber es gibt noch einen anderen Olaf. Also es gibt im Schubert noch einen anderen Olaf. Es gibt einen, der auch den Schalk im Gebiss hat. Und heute möchte ich mal zeigen, dass ich es wirklich faustdick habe, hier unter der Vorhaut. Denn heute beschäftigen wir uns mit Humor. Und das wird oft unterschätzt. Humor ist eine ernste Angelegenheit, wenn er wirklich gut werden soll. Und der Humor hat sich doch wirklich sehr
entwickelt, das kann man ja nicht leugnen. Ne? Also alleine die Verbreitung des Humors. Ich sag mal, vor 100 Jahren, da wurden die Witze von Mund zu Mund fortgetragen. Dann später im Schriftverkehr oder ganz früher, ne, da wurden die Witze per Rauchzeichen erzählt. Bla bla bla, dann stiegen drei Kreisel auf. Ja, ne? Und heute ist es ganz anders. Heute läuft das alles digital übers Internet. Ne? Das sind digitale Witze, die sind so gezüchtet, die kommen ohne Pointe aus. Das ist im Internet alt. Und apropos Internet, da haben wir noch eine Neuerung. Wir haben doch jetzt einen Computerbeauftragten. Klaus! Ach so. Das bist du. Ja. Ne? Erst mal hochfahren den Computer. Ja. Und das muss man sagen, Klaus hat sich ohne finanzielle Zuschüsse, da hat uns das Sender nichts dazu gegeben, hat er sich reingekniet, er hat ein richtiges Profi-Modem organisiert und ja, alles. Und läuft's denn? Es läuft gut, wir sind jetzt noch nicht ganz drin, es ist noch nicht alles perfekt. Aber ich meine, der Bildschirm ist mit Pixel. Der ist mit Pixel und vollbunt. HDTV, HDTV, HIV komplett, ausgelöst. Ist HIV positiv? HIV positiv. Okay, na dann. Und da können wir doch jetzt, können wir doch connecten, da können wir chatten mit den Leuten. Ja, ich versuche. Ah, hier. Wie es der Zufall will. Ja, genau. Totales Netz, totale Kontrolle. Ja. Und Echtzeit. Bist du Echtzeit? Ist das simultan? Also bist du quasi online? Nee, ich bin total online. Hier siehst du. Hier, genau. Blitter. Also das heißt, das ist eine Neuheit im deutschen Fernsehen. Wir können über die sozialen Netzwerke direkt mit euch socializen. Also ihr könnt uns chatten oder Facebooken, also oder diese, ich meine, oder Twitter. Wir können auch über Bluetooth, also das ist alles. Oder was weiß ich. Und dann, hast du schon was da? Hast du schon in der Ablage schon was. Ja, natürlich. Ja, bitte. Bitte. Und was ist das jetzt? Ist das jetzt? Ja, das ist Internet. Ja, ist schon klar. Ich meine, ist das jetzt Twitter? Ist es Facebook? Das ist ein Zettel. Ach, das ist ein Zettel. Das kam über Twitter. Das kam über Twitter. Genau. Na Mensch, aber das könnte theoretisch, könnte es auch Facebook sein, wenn es jetzt, wenn... Das kommt jetzt drauf an, wenn du eine Cloud hast. Hm? Okay. Also, Moppelpoppel aus AdOnline schreibt, Olaf ist ein total toller Hecht im Karpfenteich. Doppelpunkt, Strich, Klammer zu. Ne, das ist hier dieses... Doppelpunkt, Strich, Klammer zu. Muss ich mal googeln. Oh ne, das dauert vielleicht. Nee. Das ist Sletge. Sagt der Bosnier, sagt Sletge. Sletsch. Doppelpunkt, Strich, Klammer zu. Ja, das sehe ich auch ohne Brille, das ist ein Smilei. Ach, das ist ein Smilei. Siehste, das ist ein Smiley. Genau. Genau. Also, so können wir das dann in jedem Fall machen. Also, ihr schreibt uns was und eure Meinung ist uns wirklich an die Milz gebacken. Also, das ist wichtig, dass wir da immer einen ganz heißen Draht miteinander haben. So. Aber genug connected und gechattet. Nun wird's ernst. Um uns in das Thema Humor hineinzuarbeiten, hat Herr Stefan einen Witz vorbereitet. Geht ein Glatzkopf durch die Straßen und findet einen Kamm. Und da bückt er sich und da kommt nimmt den auf und da kommt eine Frau vorbei und sagt, na, Glück gehabt. Und sagt der Mann, nee, Pech. Der war richtig gut. Ja, ja, der war und vor allem auch, er hatte Tiefgang. Also, ja, das ist für mich das Wichtigste bei einem Witz. Einerseits habe ich total abgeschminzelt und das ist auch ein wichtiger Faktor. Der Witz wurde fein erzählt. Das ist ja kein so ein brutaler, der aus der Kniekehle kommt. Nein, er war oberhalb der Gürtellinie und war jetzt nicht, manchmal wird ja mit dem Skalpell zugeschlagen. Hier war wirklich mit dem fein gedengelten, mit dem ganz spitzen Vorschlaghammer, wurde hier der Kern getroffen. Hier wurden nämlich wichtige Fragen aufgeworfen. Glück oder Pech? Wir suchen ja alle das Glück im Leben. Nimm bitte wieder Platz. Ja. Wir suchen ja alle Glück. Und dann haben wir Pech und sind traurig. Aber dieser Witz bringt es ja zum Ausdruck. Das ist im Endeffekt trotzdem alles
relativ. Und das ist so listig Falltüren öffnen, ganz scharfzüngig und ganz scharf auch beobachtet. Das war richtig klasse, Bert. Ja, ne? Und das ist ja die gleiche Fragestellung im Endeffekt. Ein Glatzkopf findet einen Kamm. Das ist ja der ähnliche Witz, ich kenne den so. Ein Raucher verliert seine Brille. Ne? Das ist ja das gleiche Ding. Also andere kennen es auch, das ist das gleiche Gewebe. Die zwei Kamele sitzen in der Dachrinne und stricken Aluminium. Ne? Ja. Das ist ja diese Ohrparabel, also die in 80% der Witze enthalten ist. Also der gleiche Fall eben, ne, wo das Weißbrot in den Keller geht und die böse Bürste sucht, damit es Kratze, Kratze macht. Aber wir wollen jetzt gar nicht weiter theoretisieren, sondern wir kommen direkt zur Praxis. Wir begrüßen einen Gast, einer, der sich mit Humor wirklich auskennt, denn er ist Humorist. Begrüßen wir recht herzlich Sven aus Schöneweide. Bleib sitzen, ja. Okay, wollen wir einen kleinen Quiz machen? Was ist der Unterschied zwischen Englisch und Altenglisch? Altenglisch ist ohne Zähne. Apropos Englisch, warum fahren siamesische Zwillinge so gerne nach England? Ist ganz einfach, damit der andere auch mal fahren kann. In England wird ja auch viel getrunken, ja? Und da kommt es ja natürlich. Ja, Spitze, da war doch schon viel Schönes dran. Einwandfrei. Ja. Mensch. Super, danke. Hey. Das war Sven aus Schöneweide. Tschüssikowski. Gibt's Fragen bis hierher? Da sind wir gut vor, was Sie kommen. Und da kann ich nur sagen, ja, zur Belohnung möchten wir euch einen Film zeigen. Wir hatten ja bei Olaf TV schon lange das Bemühen und Bestreben, euch meine berühmten Vorfahren und Ahnen nahezubringen. Wir möchten euch heute zeigen, worüber man vor 300 bis 400 Jahren in Europa so gelacht hat. Seht selbst. Gloria, Gloria. Und es begab sich, dass der König einen neuen Hofnarren suchte. An Bewerbern mangelte es nicht, doch keiner hatte es bisher geschafft, den griesgrämigen König zum Lachen zu bringen. Die Strafe war furchtbar. Also ich fand dich richtig gut, ehrlich. Oh, danke, danke. Man tut, was man kann. Humor ist aber subjektiv, ne? Der Nächste. Mein Lieblingswitz übrigens, Majestät, ist doch der mit der Annonce aus der Zeitung. Suche Mann mit Pferdeschwanz, Frisur, egal. Ja, aber der war doch gut. Der war Hahn. Nein. Das hat doch gar nicht wehgetan. Stimmt. Das ist doch alles Mumpitz. Es geht ums System. Das muss verändert werden. Wir brauchen eine Entsottung. Wir brauchen eine destrukturierende Entkrustung des Feudalismus. Wovon redet er denn? Ich verstehe den Uni. Ich auch nicht. Der Absolutismus hat abgewirtschaftet. Hey, lass den Mann reden, der ist gut, Scherge. Lass ihn reden. Nimm deine Klofoten weg. Die Klüfte zwischen Arm und Reich müssen entklaftet werden. Weiter. Ne? Deshalb fordere ich Schwerter zum Pflugscharen, keine Gewalt. Weiter. Zweitens, die Produktionsmittel gehören in die Hand der Werktätigen. Nicht leider, aber einen hast du doch. Natürlich, sämtliche weltlichen und klerikalen Machthaber gehören abgesetzt. Das gilt auch für euch. Hast du das gehört? Entmachten, absetzen, alte Scheiße. Nein, na komm, einen hast du noch, aber abla. Ich bin für die Einführung der Homo-Ehe auch für Heterosexuelle. Homo-Ehe!
ich gehe fest, überschüttet ihn mit Gold. Du bist mein Mann, du bist mein Mann. Ich schenk dir diesen, du, das kriegst du erst. Du bist mein Mann. Mit wie kriegst du so viel Scheiße ins Hirn? Was ist das? Was ist das Gold? Dieses eindrucksvolle filmische Dokument stellt natürlich die Kernfrage in den Raum. Worüber lachen wir? Und das ist ja bei jedem ganz individuell. Wir lachen nicht alle über das Gleiche. Das ist immer ganz unterschiedlich. Ich demonstriere mal. Wir haben hier ein Noisy Pillow. Jochen. Komm doch schon. Jochen, gehst mal ans Schlagzeug. Wir wollen dann vielleicht Musik machen, spontan. Da wäre es doch gut, wenn du schon mal da sitzt. Da bist du aber so richtig. Hey. Kannst du das per eBay verschicken? Da bist du so richtig ins Fettnäpfchen getreten, oder? Da haben wir uns ja einen schönen Spaß mit dir gemacht, oder? Da wirst du deinen Enkeln bestimmt mal was zu erzählen haben. Mach ich. Ja. Ja. Aber richtig war in jedem Fall, auf Humor reagieren wir in jedem Fall mit Lachen. Und jeder Mensch lacht nicht nur über andere Dinge, er lacht auch prinzipiell anders. Ne? Das Lachen ist ja im Endeffekt ein Lachreflex, das kann man ja gar nicht stören. Also das Gehirn sendet natürlich einen, einen Lachreflexindikator aus, den Botenstoff Beta-Carotin. Und der etabliert sich im Körper, führt zu einer Entkrampfung des Zwerchfells und hier über die Atemphalanx wird dann stoßweise am Gaumenzäpfen vorbei das Lachen stoßweise nach außen geben. So, ne? Also, wir können es einmal schildern. Solveig, komm da mal her. Jeder Mensch lacht ja anders. Also, wie lachst du zum Beispiel? Bist du eher so der spontane Reflexlacher oder mehr so das Meerschweinchen? lach einfach erstmal. Gib mal so. Na, das klang ein bisschen wie so ein falsches Lachen. Es klang nicht so richtig ehrlich, es klang gar nicht so richtig echt. Da kenne ich dich doch ganz anders, Solveig. Wichtig ist natürlich auch, dass man das Lachen optisch nach außen trägt. Hier schön mit der Left zu arbeiten. Weißt du, das, also Mundwinkel hoch. Ja. Und ich glaube, das ist ein prinzipielles Problem. Viele Menschen haben das von innen kommende Lachen verlernt. Ja, wir hören draußen oft ein aufgeregtes Gackern, ein Hihihihihi, ein Hohoho, ein Hahaha und Hehehe. Aber ist das ehrliche Lachen, das wir gerne hören möchten? Ich glaube, nein. Klaus, du hast doch ein lebendiges, pulsierendes Lachen. Ja, ne? Da gehen einem doch die Bronchien auf. Also das ist doch... Ne? Ja. Hier war gerade das Lachen, das ich so lange gesucht habe. Hörst du es, Solveig? Naja, Lachen ist ja auch Medizin. Ja, jetzt habe ich hier eben auf eindrucksvolle Art und Weise die Wirkungsweise des Humors dargelegt. Aber wir wollen uns natürlich auch mit der Geschichte des Humors beschäftigen. Solveig, könntest du mal bitte dort das Bild holen? Das wäre total lieb, da würde ich mich so freuen. Ja, denn so wie die Wiege des Lebens in Afrika beheimatet ist, so stammt auch der Humor aus Afrika. Also die ältesten überlieferten Humorfragmente stammen direkt aus Schwarzafrika. Deshalb spricht man ja auch vom schwarzen Humor. Ne? Es handelt sich hier um eine Höhlenzeichnung, vermutlich sehr alt, also ich sag mal wohltuend und digital. Ne?
Und hier müssen wir leider feststellen, dass die Geschichte des Humors eine sehr, sehr traurige ist. Ne? Denn der Humor wird hier generiert durch diesen Neandertaler. Er ist hier auf der Jagd nach diesem afrikanischen Wüstenpinguin. Ne? Ich will jetzt nicht nachrechnen, aber es ist ein Meeränder. Und er ist ihm vielleicht schon lang gefolgt über Stock und Stein, hat Not und Entbehrung auf sich genommen, ist gestolpert, möchte nun seinen Speer schleudern und da liegt eine Bananenschale und er, ne, es kommt zum unelastischen Ausglitt. Man kann nur hoffen, dass es ihm gelingt, den Sturz noch elastisch mit dem Gesicht abzufedern. Aber ja, der Ausgang ist mehr oder weniger vorprogrammiert. Und jetzt kommen wir zur Kehrseite der Medaille. Denn auf der anderen Seite der Wüstenzeichnung sehen wir dann hier seine zwei Neandertaler-Kollegen und ne, Hohn und Spott. Hi-hi-hi. Da wird also gelacht, weil er sich das Handgelenk verstaucht hat. Also das ist natürlich ur-namibisch. Also das, ich habe es jetzt schon in Ho-ho-ho und Hi-hi-hi übersetzt. Also die Afrikaner lachen natürlich anders. Sie lachen ja nwa, nwa und nga, 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 nga. Pack zu, bring's weg und Schadenfreude stand also am Anfang der humoristischen Entwicklung und daran hat sich auch leider bis heute nichts geändert. Ne? Im Fernsehen sehen wir es. Das Fernsehen bietet ja eine Plattform für Heerscharen von, ich sag's mal wirklich, von erregten, ja fast schon suffisant geilen Voyeuren, die sich an Unfällen, an Missgeschicken, an Übeltat und anderen Malören weiden. Ne? Da wird hämisch Spott und Hohn, ne? Kübelweise ausgegöbelt. Also das ist wirklich erschreckend, worüber der Fernsehzuschauer lacht. Und wir möchten euch jetzt mal zeigen, was wir euch aus moralischen Gründen bewusst vorenthalten. Es ist erschütternd. Seht. Kaputt, das ist der Birner. Herrlich. Das muss man sich mal vorstellen. Das wird im Fernsehen zur Belustigung gezeigt. Also bei uns hat es natürlich einen ganz anderen Hintergrund. Ne, wir haben das jetzt hier satirisch überhöht. Wir haben es in einen ganz anderen Kontext gestellt. Und tja, wir haben es gezeigt, um euch die Augen zu öffnen. Ne? Ist ja klar, worauf ich hinaus möchte. Also ich möchte euch ermuntern, nicht übereinander zu lachen. Das ist wirklich wichtig. Sondern untereinander. Ne? Ja, also... Oder wenigstens miteinander. Das ist das Mindeste, was ich erwarte. Ja, mir ist, als fühle etwas. Also irgendwie ist der dramaturgische Ablauf... Sicherlich die Rubrik Vergessene Instrumente. Vergessene Instrumente, sehr gut. Jochen, ja? Das ist einer der wenigen Appläuse, die du dir wirklich erarbeitet hast. Da hast du dich wirklich richtig reingekniet. Das hast du gut gemacht, ja. Aber er hat natürlich recht. Wir möchten euch vergessene Instrumente nahebringen. Wir haben ja bei Olaf TV hier einen Bildungsauftrag. Und heute geht's um die Oboe. Ach, die Oboe. Die hatte ich schon fast vergessen. Ja, richtig. Da haben wir das im Prinzip auch schon abgearbeitet. Aber jetzt, wo du dich gerade so ins Zentrum manövriert hast, apropos Humor, du bist, glaube ich, der Einzige von uns Vieren, der aktiv als Karnevalist tätig ist, oder? Das stimmt. Und beim Karneval spielt der Humor, glaube ich, auch eine Rolle, oder? Ja, der Karneval, das ist kein Zuckerschlecken. Hm? Ich meine, das ist eine ernste Sache. Ja, wir lieben den. Schlümpfe aus der UdSSR sagten immer, jetzt mein Sohn. Doch dann kam eine Abort. Ja, wir lieben den Humor. Per Steinbrück wollte das Bundesland.
sind wir schön vorwärts gekommen. Da haben wir jetzt schon alles abgearbeitet. Und nun kommen wir zu dem Event, auf das ich mich schon den ganzen Olaf-TV-Abend lang überfreue. Wir kommen zur Turtenschlacht. Ich liebe doch so den anarchischen Humor. Ne? Und was bringt das besser auf den Punkt als eine wirklich zünftige Turtenschlacht? Bei der Turtenschlacht, da ist alles erlaubt, da gibt es keine Tabus. Nee. Und da gibt es schon Sachen, also... Ja, was denn? Na, zum Beispiel, ich hab Zucker und Salz. Ach, du bist Diabetiker. Na gut, das kriegen wir ja irgendwie hin. Wir können ja, Solveig, hol doch erstmal die Torten rein für die Totenschlacht. Da können wir doch irgendwie sehen, dass wir das kriegen wir doch irgendwie gebacken. Hier, so. Olaf, hm? Ich kann übrigens auch. Ich habe Laktoseinkontinenz. Also ich darf nie wegen Sahne und so auf der Haut und so, das wäre äußerst unangenehm. Ach, wir müssen erst mal gucken, was wir haben. Vielleicht sogar. Das ist, die ist mit Sahne. Ja, aber genau. Olaf, hm? Ich habe eine Weizenallergie. Ich kann überhaupt mit Getreide, kann ich, das geht gar nicht. Okay, also bei dir können wir nicht mit Muffins machen. Gut, was haben wir noch? Ich bin Veganerin. Du bist Veganerin, das heißt, Eierschnecke geht nicht? Nee. Okay. Naja, pass auf, wir müssen es ja bloß irgendwie so timen, dass wir es alles hinkriegen. Also gibt es jetzt noch mehr Unverträglichkeiten? Da haben wir eine Veganerin. Haben wir vielleicht Diabetiker dort dabei? Haben wir Diabetiker-Torte dabei? Ob wir Diabetiker-Torte dabei haben? Nein! Diabetiker-Torte haben wir nicht dabei. Also, und wie ist denn das bei dir mit dem Ekzem? Hast du das nur an den Händen oder auch im Gesicht? Nur an den Händen. Nur an den Händen? Ja. Okay. Na, was mit dem Christstollen? Ja, aber der Christstollen. Der Christstollen für wen ist der? Für dich. Christstollen für mich? Ja. Nee, ich bin Atheist. Nee, also... Habt ihr Butterstollen? Butterstollen oder Muslimstollen, also das ist der ökumenische Gedanke? Nein. Gar nichts? Nein. Also fällt Stollen von mal völlig raus. Stollen, den kannst du wieder wegschaffen. Stollen fällt raus, Eierschrecke fällt raus. Und du könntest aber im Prinzip die Torte würde gehen, wenn du sie selber nicht anfasst. Pass mal auf, dann machen wir es so. Du bewirfst mich mit Muffins, aber nie ins Gesicht. Und du könntest, wenn du die Torte nie anfasst, dir selber ins Gesicht stürzen. So machen wir es. Weißt du? Da würde ich sagen, machen wir einfach mal los. Musik ab und nun Tortenschlacht. Nimm das. Daneben. Das schmeckt bitter. Daneben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.